Soll ich mich vorstellen? Das mache ich am besten mit dem Ding. Ich bin Peter Autschbach, spiele Gitarre seit ich 9 Jahre alt bin. Ich sage jetzt nicht, wie lange das her ist, viel zu lang. Ja, und habe angefangen auf der akustischen Gitarre, sehr, sehr lange vom E-Gitarrespielen gelebt und bin seit der Jahrtausendwende circa auf die akustische Gitarre zurückgekommen. Das heißt nicht, dass die E-Gitarre gar nicht mehr gespielt wird, aber ich habe schon meinen Fokus auf die akustische Gitarre gelegt. Ja, was heißt Job? Mein erster Job in der Musikbranche war Tanzmusik zu spielen, weil die Musik, die ich sehr engagiert verfolgt habe, eigene Stücke zu schreiben mit der Band, das war anfangs eher ein Zuschussprojekt. Und da kann man gar nicht Job sagen, weil da hat man eher Geld reingepumpt, als das dann zu verdienen. Und verdient habe ich anfangs dann mit Dienstleistungen. Man hat angefangen, auf irgendwelchen Kirmesfestzelten zu spielen. Und dann ging das dann weiter, das wurde dann edler und wurde auch dann etwas besser bezahlt. Dann nannte sich das Gala Band und dann waren wir irgendwann Künstlerbegleitungsbands und dann haben wir alle möglichen Sänger begleitet, die man so aus Funk und Fernsehen kennt, die dann für irgendwelche Firmenveranstaltungen kurze Shows gespielt haben. Und eigentlich so der erste Job, wo ich sagen würde, da hat man dann wirklich ausschließlich davon gelebt, das war das Musical Tommy, Rockoper. Pete Townsend in Offenbach 1995 fing das an. Da habe ich 2 Jahre lang die Gitarre 1 gespielt und das war so der erste Job, wo ich sagen würde, das war jetzt ein Gitarrenjob, von dem man leben kann. Ja, man hat natürlich im Laufe dieser Zeit, Rockopern zu spielen, eben die Komponisten dieser Shows, Pete Townsend, Brian May, kennengelernt und die Hände geschüttelt und sich auch darüber gefreut. Aber es gibt natürlich ein paar Kollegen, die Zusammenarbeit mit denen war dann intensiver. Aktuell spiele ich im Duo mit Ralf Illenberger, der war, als ich 17 war, schon ein Gitarrenheld von mir. Und das ist so ein wahr gewordener Traum, dieses Duo, was wir jetzt da haben. Peter Autschbach und Ralf Illenberger ist, das ist die hauptsächliche künstlerische Arbeit, die ich momentan verfolge. Und das ist, genieße ich sehr, weil ewig lang Dienstleistung gemacht und dann kann man doch dann endlich die Musik machen und darf die vor Publikum spielen und die Leute kommen und sind begeistert und nehmen vielleicht noch eine CD mit und man bekommt Lob für eine Musik, die man selber geschaffen hat. Das ist natürlich eine ganz andere Abteilung, als eine Rockoper zu spielen. Ja, ein Profimusiker ist eigentlich landläufig, sagt man ja, jemand, der vom Musikmachen lebt. Jetzt ist ja so, die Dienstleistung ist ja eine Dienstleistung und man spielt ja gar nicht das, was man spielen wollte, als man angefangen hat zu üben. Niemand geht hin und übt 8 Stunden Gitarre am Tag, um eine Dienstleistung zu vollbringen. Das machen die Leute, weil sie heiß sind auf Musik, weil sie wirklich ins Eingemachte wollen, weil sie das Instrument interessiert, weil sie die Faszination spüren und die vielleicht auch auf Menschen übertragen wollen. Deswegen ist meine Definition von Profi eigentlich recht eng. Also ich bin noch gar nicht lang Profi. Ich war lange musikalischer Dienstleister und bin vielleicht jetzt Profi seit 5 Jahren, sag ich vielleicht mal, wo eben tatsächlich die eigene Musik im Fokus steht und die Weitergabe des Erlernten an Workshop-Teilnehmer in meinen zahlreichen Lehrveranstaltungen und Büchern. Ja, als Autor schreibe ich jede Menge Gitarrenlehrbücher und das ist ein Standbein geworden und auch was ich sehr, sehr gerne mache. Es war auch immer ein Traum von mir. Ich wollte immer mal in einem Gitarrenbuch
mein Wissen weitergeben. Und jetzt sind es mittlerweile schon 15 Gitarrenbücher geworden. Und einige davon waren Bestseller. Ich bin sehr stolz darauf. Das ist wirklich eine Sache, die mich sehr weitergebracht hat, auch bekannt gemacht hat. Auch die Arbeit für die Zeitschriften. Es gibt zwei Zeitschriften, für die ich arbeite, Akustikgitarre und Akustikplayer. Und da ist man ja auch immer präsent. Und viele Leute, die zu meinen Konzerten kommen, die sagen dann zu mir in der Pause oder nach einem Konzert, ah, ich kenne dich aus dem Player, da habe ich dich gesehen im letzten Video. Das finde ich auch immer schön. Angefangen mit den Workshops habe ich im Jahr 2003 für die Mediterranean Music School. Die haben mich in die Provence damals eingeladen und seitdem mache ich einmal jährlich dort Workshops. Am Anfang war es ein Workshop und dann war es wegen großem Erfolg waren es zwei und mittlerweile sind es drei. Und dann kommen die Leute, die kenne ich meistens nicht und ich lerne gerne neue Leute kennen und die wollen von mir Gitarre spielen lernen. Die haben natürlich alle unterschiedliche Kenntnisstand und unterschiedliche Vorlieben an Musik. Und gerade das ist so reizvoll. Man trifft sich da mit den Leuten und das mag ich sehr. So nach drei, vier Tagen bricht dann da die komplette Begeisterung aus und das ist einfach was, das gibt mir sehr viel zurück auch. Ich lerne da auch immer wieder was selbst, auch über Leute, über Menschen und über das Leben und das ist einfach mein Ding, Workshops machen. Das ist total klasse. Deswegen mache ich auch viele Wochenend-Workshops, die sind dann halt nur von Freitag bis Sonntag, während die Toskana-Sachen dann eher eine ganze Woche laufen. Und dann habe ich im Jahr 2009 angefangen, Fernreise-Workshops zu machen. Da ging es nach Mauritius auf den Malediven und auf die Seychellen. Und nächstes Jahr, im Jahr 2016, über Ostern fliegen wir nach La Réunion. Und das sind so Sachen, die einfach dann auch toll sind. Man kann dann Urlaub verbinden mit Workshop geben, besser geht es doch nicht. Das ist doch ein Geschenk. Das XFX, das war so eine Art Gerücht, das ging so um. Da gibt es ein Gerät, das funktioniert. Und ich hatte ja so ein Riesen-Rack mit 14 Höheneinheiten mit mir rumgeschleppt in den 80er Jahren. Und ich wollte einen wunderschönen Gitarrensound haben und hatte so meine speziellen Vorstellungen. Und das ging damals nur, indem man eben sagt, okay, ich brauche ein anständiges Delay, ich brauche einen wunderbaren Preamp, mit dem man einen verzerrten Sound machen kann und aber auch einen Clean Sound machen kann. Nur ging das damals noch nicht alles mit einem Amp, also musste man eben vielleicht den TC Equalizer als Preamp benutzen und dann hat man vielleicht einen Marshall oder Boogie oder sowas als Vorstufe für den verzerrten Sound benutzt und dann hat man noch eine Endstufe gehabt und dann hat man ein Delay und einen Hall extra gehabt und vielleicht noch einen Chorus und noch einen Flanger extra und dann hat man ein Gerät gehabt zum Entrauschen, weil das alles natürlich gelärmt hat und dann musste man damit in die Anlage und das war alles unheimlich schwer und sehr anfällig. Wenn man diese Sachen, wo in dem Rack steckten vielleicht 100 Kabel, wenn man das mal im Auto gelassen hat, bei Minusgraden und dann am nächsten Tag spielen wollte, dann hat man systembedingt Wackelkontakte gehabt und das hat mich so genervt und es war einfach jedes Mal eine endlose Sucherei auf der Bühne, wo ist jetzt das Kabel? Und tja, irgendwann kam dann einer und sagte zu mir, da gibt es jetzt ein Gerät, das kann das alles, du musst das alles gar nicht mehr haben, ich wollte das gar nicht glauben. Und dann kam ich auf Jacques Isler und das XFX und der hat mir dann ein Standard, war das damals noch, geschickt. Und das habe ich ausprobiert und fand das so toll und es gab damals auch schon das Ultra und dann habe ich sofort das Ultra bekommen und bin seitdem mit dem XFX unterwegs. Spiele das Ding auf der Bühne und auch im Studio und das ist eigentlich mein Sound geworden. Im Studio mache ich ab und zu mit der akustischen Gitarre immer noch Mikros dazu, weil man kriegt dann so einen Mischsound aus den beiden, das klingt sehr schön. Und live natürlich ausschließlich das XFX ist wirklich auch mit der akustischen Gitarre eine wahre Freude. Danke fürs Zuhören bei diesem Interview. Es wird noch ein zweites Video geben, wo ich noch mehr auf das XFX eingehe. Und ich verabschiede mich wieder mit der Gitarre. Das sagt der Peter Autschbach. Bis bald.